Hallo, heute wollen wir euch etwas über die Esskultur im Spätmittelalter erzählen. Das Spätmittelalter ist die erste Zeit, aus der wir Kochbücher überliefert haben. Vorher war es nämlich viel zu aufwendig, ein Buch zu produzieren, und da hat man es sich gespart, extra für Rezepte Bücher zu produzieren. Erst die Erfindung des Buchdrucks brachte es mit sich, dass es eben so günstig wurde, dass man auch so alltägliche Dinge wie Kochbücher eben herstellen konnte. Hier zum Beispiel ein Exemplar aus dem Jahr 1490, das ist eines der ältesten überhaupt, hier aus der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek. Im Spätmittelalter hat man noch immer am offenen Feuer gekocht. Damit man sich aber natürlich nicht das ganze Haus abfackelt, hat man eine ummauerte, feste Feuerstelle. Hier über diesen Holzscheiten steht dann ein sogenannter Dreifuß, ganz simpel, drei Füße. Und darauf konnte man, wie heute auf dem Herd, eben flach seine Töpfe und Pfannen abstellen. Außerdem, in diesem Fall, hängt über dem offenen Feuer ein Kessel und da hat man dann den ganzen Tag über so sein Süppchen gekocht. Ich habe gerade einen Zahn zugelegt. Dieses eigentümliche Teil hier über dem Kessel, das funktioniert nämlich so wie heute unsere Stufen beim Herd. Man kann diesen Zahn, wird es auch genannt, rausziehen aus den Löchern, ja, indem man diese beiden Stäbe so auseinanderzieht und ihn in das nächste Loch hineinstecken. Und dann bewegt sich der Kessel weiter nach unten. Und klar, wenn der Kessel näher am Feuer ist, dann wird es schneller warm. Wenn er weiter weg ist, wird es langsamer warm. Ne? Also das funktioniert, wie gesagt, wie unsere Herdstufen heute. Und daher hat sich der Spruch überliefert, leg mal einen Zahn zu. Das heißt übersetzt nichts anderes als koche schneller, lass es schneller das Essen auf den Tisch kommen. Und bis heute sagt man das, wenn sich jemand beeilen soll. Und jetzt kommen wir zum Geschirr im Spätmittelalter. Die einfache Tafel, die sieht man hier hinten auf dem Bild von Peter Bruegel, dem Älteren, dargestellt. Die sogenannte Bauernhochzeit stellt sehr gut dar, was typischerweise verwendet wurde. Und zwar sind das Schüsseln aus Holz und Krüge aus Keramik. Man nennt es auch Steingut. Hier in der kleinen Vitrine versammelt ist eine große Bandbreite mittelalterlichen Geschirrs. Alles aus dem archäologischen Befund aus der Braunschweiger Innenstadt. Wir haben hier wunderbar erhaltene Holzschalen, gedrechselte Schalen. Wir haben Töpfe aus Keramik. Kugeltöpfe, die mit einem angebauten Dreifuß so direkt ins Feuer kommen. Schöne, verzierte kleine Karaffen aus Steingut und Gläser. Wie man sieht, haben sie über die Jahrhunderte, die sie in der Erde lagen, ziemlich doll gelitten. Glas ist bekanntermaßen sehr zerbrechlich. Aber immerhin konnte man hier zwei relativ gut erhaltene Exemplare wieder zusammensetzen. Ja, in Grün und Blau. Das waren übrigens auch typische Farben im Mittelalter. Denn es war ein sehr komplexes Verfahren, die Farbe aus dem Glas herauszubekommen und sozusagen durchsichtiges Glas herzustellen. Und deswegen traf man sehr wenig auf durchsichtiges Glas im Mittelalter. Gepresster Schweinskopf aus Fisch oder Biberschwanz? Was haben die nur Komisches gegessen im Mittelalter? Naja, Fakt ist, es gab ziemlich viele Fastentage. Das hieß Tage, an denen man kein Fleisch essen durfte und auch keine Milch, Eier und andere tierische Produkte. Was aber ging, war Fisch. Fisch war erlaubt und so war man ziemlich kreativ darin, was man zu Fischgerichten zählte. Im Falle von Biber, naja, der wurde einfach zu den Fischen gezählt, weil er im Wasser lebt. Und gepresster Schweinskopf aus Fisch, ja, man hat so Scheingerichte gemacht. Scheingerichte heißt, sie sahen aus wie ein Schweinebraten, bestanden aber aus gepresstem Fischfleisch. Naja, vielleicht habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was heute so ein Chicken Nuggets drin ist. So groß ist dann der Unterschied zum Mittelalter doch nicht mehr. Wenn ihr jedenfalls mal eine leckere Fischsuppe nach mittelalterlichem Rezept nachkochen wollt, dann haben wir hier für euch ein Rezept verlinkt. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Und denkt daran, unseren Kanal noch unbedingt zu abonnieren, denn es folgen noch viel mehr spannende Videos. Tschüss!